damit willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Anuki und ich bin Tierrechtsaktivistin. Vor kurzem war ich auf einem Schlachthof in Erlangen und möchte heute mit euch teilen, wie das für mich war und euch auch Bilder und Einblicke zeigen. Um die ganze Thematik einfach mal in einen konstruktiven Kontext zu setzen, mache ich jetzt hier dieses Video, es ist circa eine Woche später. Ich habe mich beruhigt, gesammelt und bin jetzt bereit, darüber objektiv zu sprechen, zumindest in einem gewissen Grad. Ich werde euch jetzt einfach teilweise einblenden oder Videos zeigen von dem Tag, aber ich mit euch reden. Das Ganze lief so ab. Wir sind morgens so um 4 Uhr in Würzburg losgefahren, waren dann so um 5 in Erlangen und gewartet, dass die Tiere ankamen. Und dann haben die Mitarbeiter vom Schlachthof den Wagen angehalten. Die haben dann die Schütten oder Fenster aufgemacht, dass wir den Tieren reingucken konnten, und durften wir Fotos machen und einfach nur die Zeit mit den Tieren genießen. In dieser Aktion geht es eben darum, diese Tiere zu begleiten, sich von denen zu verabschieden, aber auch für verschiedene soziale Medien Bilder zu machen. Als wir dann da waren, bekamen wir erstmal eine kleine Einführung zur Veranstaltung. Genau, also hier können wir stehen, also hier ist es angemeldet. Und wir müssen immer schauen, dass dieser Eintritt freigehalten wird, weil das ist quasi da, wo sie reinfahren. Und auf dieses Privatgelände. Okay. Wir dürfen aber auf das Privatgelände drauf, weil wir eben mit dem Schlachthof kooperieren. Ja. Und es ist nur wichtig, wenn ihr Bilder macht oder Videos ja. macht, dass weder Mitarbeiter drauf sind, noch irgendwelche Firmenlogos von den Autos oder irgendwelche Schlachthauslogos oder so, weil das quasi das Fundament ist, dass wir quasi auf das Schlachthofgelände dürfen. Okay. Das Ganze war organisiert von Nürnberg Animal Safe und es war wirklich toll, wie sie es gemacht haben, weil wir einfach diese Kooperation haben und da sein dürfen. Es war so keine negative Stimmung zwischen Schlachthof und uns. Die waren sogar sehr hilfreich und haben auch die Laster für uns angehalten. Für mich persönlich war es auch noch ein bisschen schwierig, so zwischenmenschlich, mit einem Schlachthof oder Schlachthofbesitzer umzugehen. Einfach nur sagen, okay, ja, die töten gleich Tiere, aber sie helfen uns. Wie mache ich das? Aber es ist einfach nochmal ganz wichtig zu sehen, okay, Menschen sind auch nur Menschen und was sie vom Beruf machen, ist halt eine Sache. Aber es ist immer falsch, Menschen zu verurteilen oder Menschen zu hassen. Man kann immer die Handlungen verurteilen, das tue ich auch. Ich verurteile, dass sie Tiere töten, aber es hat nichts direkt mit Mensch zu tun. Ich hatte auch morgens gefilmt vor dem Vigil und hatte ich einen Gedanken in meinem Kopf. Ich glaube, ich bin ziemlich froh, mir für heute freigenommen zu haben, weil ich glaube, ich würde es nicht packen, heute Abend an der Kasse mit einem Lächeln Menschen die toten Tiere zu verkaufen und sagen, ja, noch 30% Rabatt heute, weil der verwesene Körper allmählich schlecht wird. Viele von uns war es sehr schwer, weil wir uns halt bewusst waren, okay, das ist der letzte Augenblick von diesen fühlenden Lebewesen. Und das nächste Mal sehen wir sie im Supermarkt zerschnitten in kleine Stücke. Ich habe da auch für euch ein bisschen Material von dem Tag. Also wir sind jetzt hier vor dem Schlachthof. Es sind so ca. 20 Aktivisten und wir warten jetzt auf die ersten Trucks. Da Faschingszeit ist es nicht so viel los, aber es kommen jetzt erstmal Schweine und nachher vielleicht noch Rinder. Und wenn es heller wird, machen wir hier eine kleine Demonstration mit ihren Schildern. Und ja, die Stimmung ist ziemlich angespannt irgendwo, weil wir halt uns bewusst sind, dass wir gleich Zeugen werden, wie Tiere kurz vor ihrem Tod stehen. Aber wir sind alle, wir sind positiv drauf gestimmt, mit den Tieren ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja. Ich hoffe, ich kann es verkraften emotional. War es mein erstes Mal hier und ich bin ein im Hintergrund. Und wir werden jetzt einfach warten, bis die ersten Tiere kommen und dann versuchen, die zu begleiten und ein bisschen, ich weiß nicht, die Angst zu nehmen. Ich glaube, ich muss einem Sterbenden die Angst nehmen kann, aber einfach zu zeigen. Es gibt auch Leute, die nicht wollen, dass sie sterben. Und jetzt fängt an zu weinen, deswegen höre ich jetzt auf. Ich habe leider jetzt keine Filmaufnahmen von den Schweinen, weil ich einfach zu spät da war. Ich muss auch sagen, dass ich da irgendwie sehr froh drum bin, denn ich finde Schweine unglaublich niedlich. Schweine sind süße, 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 süße Tiere. Also jeder, der schon mal so ein Babyschwein durch eine Wiese hat rennen sehen, weiß, Schweinchen sind niedlich. Und ich war sehr froh, eben diese Tiere verpasst zu haben, denn die Kühe waren schon schwierig genug. Und Schweine sind einfach so niedliche, süße Tiere.
Kühe sind auch wunderschöne Tiere, aber Schweine sind so, Gott, sind so niedlich. Und zum Glück waren zwei weitere Aktivisten dabei, die echt tolle Fotos gemacht haben. Und ich bin auch sehr froh, mich dem nicht aussetzen zu müssen. Aber wie gesagt, an diesem Tag starben 450 Schweine. Und es ist einfach eine unglaublich hohe Zahl. Also, wenn ich dir erzählen würde, dass in Erlangen 450 Katzen gestorben sind oder umgebracht worden sind, würde ich sagen, what? 450 Katzen, wir müssen was tun, auf die Straße, Demo und alles. Und dann halt, es waren nur Schweine. Ich habe auch dann so ein bisschen mitgefilmt, wie es mir so ging, ob ich auch noch ein bisschen was zeigen möchte. So, es ist schon, wie ihr sehen könnt, mitten am Tag. Es ist jetzt kurz vor 10 und es waren schon einige Trucks da. Also, es kommen viele Tiere. Es ist so fast so ein 30-Minuten-Takt. Es kommen andauernd Tiere und es hat mir gerade den die Milchkühe oder die Kühe da. Und ich finde es schon schwierig, zu sehen, wie diese Kühe jetzt nervös sind in dem Truck rumbockeln und einfach auch halt Angst haben. Aktivisten werden überfordert ein bisschen, weil es tut weh zu wissen, dass jetzt, wenn wir heute Abend zu Hause sind, diese Tiere tot sind. Und zu wissen, dass wir jetzt die letzten Sekunden ihres Lebens waren. Und ich finde es einfach auch, mir geht es ganz schön nahe. Und jetzt sind auch von Einzelaktivisten zusammengebrochen, weil es einfach schwierig ist zu akzeptieren, dass man nichts tun kann. Wir können da sein, wir können wahrnehmen, dass sie da sind. Aber dann war es auch schon. Wir haben keine richtige Macht. Und es ist sehr frustrierend, es tut auch irgendwie weh. Und ich wünschte mir, ich könnte jeden dieser Trucks anhalten und alle Tiere retten, aber ich kann es halt nicht. Und es macht mich so wütend in mir drinne. Und es ist einfach echt schwierig und ich hoffe einfach, dass, keine Ahnung, ich glaube kein Himmel, aber ich wünsche mir, dass die ganzen Seelen von diesen Tieren an den besseren Ort kommen. Ich würde mir auch wünschen, dass sie nicht nochmal so sehr leiden müssen. Und egal wie, woher sie kommen, sie werden jetzt sterben. Und der Grund dafür ist die Gier und die Lust nach Fleisch. Und weil Menschen meinen, sie hätten mehr Wert als diese Lebewesen und dass sie wichtiger wären oder dass halt der Genuss von 10 Minuten Abendessen das wieder einfach wert wäre. Und es ist einfach, es macht mich sauer. Und deswegen bin ich so krass so laut und wütend. Leute, es ist nicht einfach. Und es ist nicht einfach. Aber ich bin ja eigentlich scheißegal, ne? Weil die Tiere sterben ja gerade. Ich bin noch am Leben und kann mit euch sprechen. Aber die Tiere sind tot und werden es für immer sein. Es sterben in 3 Tagen so viele Tiere, wie in allen Kriegen der Menschheit gestorben sind. Heute waren es jetzt bisher 361 Schweine und so 200 Kühe. Wenn ich dir erzählen würde, hey, in Erlangen, da werden 200 Katzen umgebracht und 361 Hunde, du wärst aggressiv, du wärst sauer, was ich gerade bin. Aber nein, es sind ja nur Schweine und es sind ja nur Kühe. Okay, ja, es ist noch, bleibt bis um 10 Uhr, kommen noch mal mehr Tiere, die auch anhalten. Es sind noch ein bisschen mehr Aufnahmen. Ja, mal sehen, wie ich es verkrafte. Ich habe vorhin sehr viel geweint. Mal sehen, wie es mir nachher geht. Was ich halt ziemlich schön fand, war, dass wir, wenn die Tiere angehalten hatten, wir doch echt Zeit hatten mit den Tieren. Und einfach nur so einen kurzen Moment diese Tiere zu streicheln, einfach nur denen in die Augen zu schauen, das war sehr, sehr viel wert. Also, und auch andere Aktivisten zu sehen, die dann diese Tiere verabschieden, begleiten, das war, ich weiß nicht. Es tat irgendwie gut zu sehen, okay, es gibt Menschen, die kümmern sich um Tiere und es gibt Menschen, die nehmen diese Tiere als jemand wahr und nicht als etwas, nicht als Produktionseinheit oder Gewinnerzielung, sondern einfach nur als Lebewesen. Und es war sehr bestärkend in dem, was ich tue, denn ich gehe auf die Straße und diskutiere mit Leuten, die Bacon lecker mir sagen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals vergessen werde, diese Augen, diese Tiere. Und ich glaube, ich will es auch nicht vergessen, denn wir als Menschen, wir verdrängen und vergessen schon genug. Und ich möchte nicht diese toten
Tiere vergessen. Ich möchte nicht diese 600 Seelen, die jetzt nicht mehr da sind, vergessen. Also, die sind es wert, in Erinnerung zu bleiben. Und dieses Video ist auch teilweise als Erinnerung an diese Tiere, denn sie sind umsonst gestorben. Für absolut keinen Grund. Und für uns Aktivisten war es sehr schön, diesen Tieren ein bisschen Liebe zu widmen. Auch einen kurzen Moment, den wir mit ihnen hatten, einfach so, okay, ich bin hier, du bist hier, es tut mir leid, aber hier ein bisschen Nächstenliebe, ein bisschen Mitgefühl kann ich dir zeigen und geben. Und dann haben wir halt die Tiere gestreichelt, haben einfach denen in die Augen geschaut, die als Lebewesen angenommen und akzeptiert. Es gab viele Aktivisten, die zum ersten Mal auf einem Vigil waren, so wie eben ich auch. Und wir alle waren überfordert ein bisschen mit der Situation. Und ich hatte auch so einen kleinen Zusammenbruch. Für mich das Schlimmste war, am nächsten Tag zu arbeiten. Und ich bin dann auch auf der Arbeit zusammengebrochen, weil ich halt morgens das Frischfleisch einfüllen sollte in die Theke. Und ich konnte halt nicht. Ich habe gelesen, Suppenrindfleisch ohne Knochen, und ich bin in Tränen ausgebrochen. Weil für mich war es einfach ganz schwer zu verarbeiten, dass ich jetzt hier wieder meinem Job nachgehe und halt im Discounter tote Tiere verkaufe und Milch verkaufe. Und das ist eine Sache, die die wenigsten Menschen realisieren, dass die Tiere ganz klar die Opfer sind, aber auch Menschen wie ich darunter leiden, dass eben Tiere gegessen werden. Ich arbeite, wenn ich nach Hause gekommen bin und einfach für eine halbe Stunde einfach nur bitterlich geweint habe, weil ich realisiert habe, okay, ich mache Aktivismus, ich bin auf der Straße, ich rede drüber, wenn ich drüber ausgefragt werde, und weiterhin sterben Tiere. Und ich will eigentlich nur sagen, dass jedes bisschen zählt. Es zählt, wenn ihr Mandelmilch nimmt statt Kuhmilch. Es zählt, wenn ihr einen veganen Käse nimmt statt einem Kuhmilchkäse. Es zählt, wenn ihr Falafel nehmt und keine Frikadellen. Es zählt, wenn ihr Gemüse grillt oder Ananas oder Melone grillt und keine Würste. Es zählt, wenn ihr einfach mal was ausprobiert. Denn jedes Produkt, das ihr weniger konsumiert von Tieren, ist ein Tierleben gerettet. Ich bin zwar nicht zufrieden, wenn ihr nur Mandelmilch trinkt und dann weiterhin Käse isst. Das macht mich als Aktivisten nicht glücklich, aber es ist besser für die Tiere, wenn ihr keine Schritte macht. Hauptsache ihr macht Schritte und macht und geht den Weg der Veränderung. Dieses Video war ziemlich auf mich fokussiert, als Person, als Mensch, was in mir vorging. Ich habe auch ein kleines Video zusammengeschnitten, nur für die Tiere, weil die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten. Werde ich auch noch, es ist immer auch veröffentlicht auf YouTube oder Facebook. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war irgendwo inspirierend oder bewegend oder aufklärend. Ich möchte jedem einfach nur anraten, auf den Schlachthof zu gehen, zu einem Vigil zu gehen. Oder die Dokumentationen zu gucken wie Dominion oder Earthlings oder auch Conspiracy oder What the Health oder Live and Let Live. Einfach sich zu informieren, denn Wissen ist Macht. Ich wurde auch nur vegan, weil ich mir innerhalb von einer Woche alle Dokus auch reingezogen habe, die es gab auf Netflix und YouTube und online. Und ich bin nur vegan geworden aufgrund einer Wissensgrundlage und weniger auf einer Gefühlsgrundlage. Deswegen dieses Video ist irgendwo Gefühl manipulierend, weil es geht hier um einen Menschen. Ihr werdet vielleicht euch mit mir assoziieren oder identifizieren. Aber das Grundding ist halt, ihr müsst das Wissen euch einverleiben und sagen, okay, das sind die Fakten, das sind die Konsequenzen, wie mache ich meine Handlungen und wie kann ich als Mensch steuern, dass es für mich als Mensch moralisch verträglich ist. Ich bin mir bewusst, dass nicht jeder diesen Schritt machen kann, von heute auf morgen. Aber jeder ist in der Lage, sich zu informieren. Und dieses Video soll zeigen, der Mensch geht nicht damit gut um, wenn er bezeugt, wie Tiere kurz vorm Tod stehen. Der Mensch nimmt das mit und der Mensch ist emotional. Und wenn es mich
traurig, depressiv, wütend macht, diese Tiere angekarrt sind und zu wissen, dass sie bald sterben. Als Mensch, und du bist auch ein Mensch, wäre es vielleicht eine Idee, dass du vielleicht ähnlich fühlen würdest, wenn du in der Situation wärst. Und ich verlange nicht, dass du dich mit diesem Tier solidarisierst. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu schwierig für dich, aber wenn du gerade mich siehst als Mensch, siehst du, okay, mir geht's nicht gut, ich bin traurig, ich bin depressiv, ich bringe auf Arbeit zusammen. Und für dich so einen kleinen Anstoß geben, hey, ist dein Verhalten nicht richtig, wenn es mich so fertig macht. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Video jetzt in allem konstruktiv ist, aber ich glaube, ich kann es zurzeit nicht besser. Das war aber halt auch ein emotionaler Tag. Ich bin zum Schlachthof gefahren und habe mich dem ausgesetzt. Und vielleicht gibt es einfach keinen Weg drumherum, ums emotional sein. Ich möchte niemanden verurteilen, niemandem was vorhalten oder niemanden anklagen. Aber ich muss hier für die Tiere sprechen und ich bin hier, um die Tiere zu verteidigen. Und an diesem Tag starben 600 Tiere, die jetzt wahrscheinlich schon gegessen wurden. Und es macht mich fertig und die Tiere sind tot und fühlen nichts mehr. Und es wird einfach wahrnehmen und akzeptieren, dass dieses Leid geschieht und begründet, dass du was verändern kannst. Wie immer, du kannst nicht die Welt ändern, aber du kannst dich selber ändern und du musst mit dir selber anfangen. Ich hoffe, dieses Video hat euch irgendwas gebracht, hat euch vielleicht irgendwelche Bilder gezeigt, die ihr noch nicht gesehen habt, hat euch irgendwelche Impulse gegeben. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Sapere Aude. Lecker. Nicht okay, alles klar. Ich habe eine Geschichte. Doch, vegan, vegetarisch, alles. Ja, nam 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 nam, oh, ist fein, ne? Ja. Gleich für den nächsten, ne? Das ist ein Glückstag. Ja, ja. Also viel Erfolg. Danke, ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.